Die Aktienmärkte beenden ein sehr starkes erstes Quartal, angetrieben von Faktoren, die im nächsten Quartal vielleicht eine Kontraindikation bieten. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Tagesausblick von tradingportal.net. Ja, die Aktienmärkte, die fühlen sich wahrlich etwas unbesiegbar nach diesem ersten starken Quartal. Der DAX 9,4% im ersten Quartal, davon fast alles im März geholt. Also der Durchschnitt im März historisch Durchschnitt liegt bei 1,5%, also deutlich getoppt, richtig stark outperformed. Man fühlt sich wirklich unbesiegbar, vor allem auch natürlich in den USA, wo es heute noch einen wichtigen Termin gibt. Aber eben diese Unbesiegbarkeit oder die Faktoren, die diese Unbesiegbarkeit getragen haben, die könnten im nächsten Quartal vielleicht etwas wegfallen und der Markt seine Schlagkraft verlieren. Wir reden hier, woher kommt natürlich in der Pandemie dieser große Boom in den Aktienmarkt hinein, dieser Antrieb. Wir haben historischen Stimulus aus fiskaler Sicht, historischen Stimulus durch die Notenbanken und dann den starken wirtschaftlichen Rebound nach der Pandemie. Also kommt einiges Best Case zusammen und gerade diese ganze Stimulusfrage, die kann im nächsten Quartal durchaus auch problematisch werden. Durch den starken Stimulus, durch die starke monetäre Politik, durch eben die starken wirtschaftlichen Rebound könnte die Wirtschaft durchaus überhitzen, vor allem aber die Inflation anziehen. Und dann sind die Notenbanken etwas hin und her oder hängen in der Zwickmühle. Was machen wir? Bekämpfen wir die Inflation mit unseren Tools? Tools übersetzt Zinsanhebung. Oder versuchen wir, die Anleiherenditen zu sichern, um eben die Finanzierungsbedingungen günstig zu halten, um diese extremen Schulden, die man aufgenommen hat, auch weiter refinanzieren zu können. Und das wird ein problematischer Spagat werden. Noch mehr fiskalen Stimulus wird es vermutlich nicht geben. Noch mehr monetärer Stimulus auch nicht, sondern es muss ein sehr guter Spagat gelingen. Da kann man den Notenbanken nur alles Gute wünschen. Und das waren die großen Antreiber dieser Rallye seit der Pandemie. Die beste aller Welten, förmlich gefeiert. Letztendlich war es die Liquiditätsquote, die man auf sehr, sehr viel Schulden aufgebaut hat. Und die müssen bitte günstig bleiben. Das nächste Quartal oder die nächsten Quartale werden darüber wohl entscheiden. Ich hatte es gesagt, der DAX, euphorische Osterwoche, wir hatten es im Wochenausblick gesagt, es könnte ein Euphorieschub anstehen und ein bisschen Ziele hätte der DAX durchaus noch offen, auch wenn er jetzt 9,4% geholt hat, schon im ersten Quartal und knapp 9% im März, super starker Wert. Durchschnitt 1,5% hatte ich schon gesagt, aber ich habe auch gesagt, Ostern ist eben, ja, da scheint es vor den Feiertagen, scheint die Sonne grundsätzlich etwas heller, seit Ende der 80er Jahre, immer eine Performance von plus 1% und mehr konnte der DAX da erreichen. Ja, was hatten wir? Wir hatten heute noch die ATP-Beschäftigungszahlen, da hat man schon ein bisschen drauf geschaut, wir haben ja Freitag, da ist die Börse geschlossen, Karfreitag, gibt es den großen offiziellen US-Arbeitsmarktbericht, ATP gibt schon ein bisschen Vorgeschmack, aber liegt doch gerne mal daneben. Heute sind zwar die Zahlen besser als im Vormonat, aber die Erwartungen waren noch deutlich höher geschraubt. Die konnte man nicht ganz erfüllen. Ja, und die Anleihenrenditen freut es dann natürlich, die waren heute negativ. Ganze Woche waren sie positiv. Der Nasdaq dadurch etwas unter Druck. Heute sind die negativ. Dann kann man gleich zum Aktienmarkt schauen. Wahrscheinlich ist der Nasdaq der Outperformer und der Dow Jones kommt nicht von der Stelle. Und genau so sieht es aus. Nasdaq dunkelgrün. Dow Jones steht still. Dieses Spielchen ist hin und her Geschichte. Blick auf die Anleiherenditen. Das haben wir ja schon mehrere Wochen. Und da wechseln sich Dow Jones und Nasdaq ab. Und solche Divergenzen zwischen den Indizes hat man auch schon erwähnt. Das gab es in zuletzt Ende der 90er Jahre. Also häufig kommt das nicht vor, dass einer hier sich müht, ob es grün zu werden, der andere hausiert. Also das ist durchaus auch selten. Und heute der Blick zu den anderen, die hat schon verraten, okay, heute ist Nasdaq der Outperformer. Das kann man sich vorher dann schon immer etwas ausmalen, bevor die Eröffnungsglocke überhaupt läutete. Aber ATP-Beschäftigung, ich hatte es heute Morgen kurz erwähnt zum Morning Briefing, war natürlich ein bisschen für den Nasdaq positiv, beziehungsweise für die anderen, die bei mir dachte, es gibt noch eine größere Überraschung, denn die Flüsterschätzungen für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht, die erwarten eine sehr starke Überraschung auf der Oberseite, dass wirklich viele neue Stellen geschaffen werden, beziehungsweise schon wurden, die nun verkündet werden. Der ATP-Bericht, okay, er sagt,
Ihr seid zu optimistisch, aber vielleicht liegt er eben doch falsch. Und falls er falsch liegt und die Flüsterschätzung richtig liegt, es gibt die starke Überraschung, die Börse kann noch nicht reagieren. Aber das würde wieder heißen, Umkehrschluss, heute andere Renditen schwächer. Aber falls doch die große Überraschung kommt, wären die anderen Renditen wieder stärker. Und die stehen an wichtigen, gerade die großen stehen an wichtigen Widerständen, könnten die Widerstände dann nehmen. Und dann müsste man das dann nach den Osterfeiertagen nacharbeiten. Könnte es einen Sprung in den anderen Renditen geben und könnte dann der Nasdaq zum Beispiel wieder stark unter Druck geraten. Aber auch der meine Aktienmarkt. Also positive, extrem starke positive Überraschung im Aktienmarkt würde bedeuten, die anderen Renditen steigen weiter an, Inflationsgefahr steigt weiter an und damit, ja, Blick für die Märkte doch etwas sorgenvoller. Heute der ATP-Bericht besser ausgefallen, aber eben nicht noch positiver überrascht und damit die Hoffnung, okay, es wird schon nicht passieren. Aber der Freitag ist die große Unbekannte und da könnten die guten News, könnten dann schlechte Effekte für den Aktienmarkt haben. Also das wird spannend bleiben. Und das Spielchen Nasdaq Outperformer, Dow Jones Underperformer hin und her dürfte dann auch fortgeführt werden im nächsten Quartal. Ja, Stimulus hatten wir schon erwähnt. Man hat die Stimulus-Ausgabenverhältnis in Prozent zum eigenen BIP des jeweiligen Landes. Und die USA ist hier wirklich ganz weit davon. Und heute um 20 Uhr oder kurz nach 20 Uhr möchte Joe Biden noch sein großes Infrastrukturprogramm vorstellen. Da geht es nochmal um 2,3 Billionen US-Dollar. Und das wird ganz spannend auch. Man kann durchaus nochmal Impulse liefern heute Abend, wie er das denn sich vorstellen möchte. Gibt es Steuererhöhungen? Wie viele Steuererhöhungen wird es geben? Für wen wird es Steuererhöhungen geben? Für Besserverdiener, für die Wall Street, ne? Tech-Konzerne, was weiß ich, irgendwas, was man nicht wirklich hören möchte. Oder sagt man, ja, das ist selbsttragend. Wir erinnern uns an Donald Trump mit seiner Unternehmenssteuerreform. Das ist selbsttragend, das finanziert sich selbst. Wir brauchen bloß jährliches Wachstum von 4,5%. Ja, das hatte sich natürlich sofort erledigt. Er ist natürlich nicht selbsttragend, sondern erhöhte die Neuverschuldung stets weiter und das könnte vielleicht Joe Biden auch spielen, aber es wird schwer werden. Es wird schwer werden, das durch den Kongress zu kriegen, durch den Senat zu kriegen. Wir haben schon eine extreme Neuverschuldung auf dem Niveau vom Zweiten Weltkrieg. Das zweite Jahr hintereinander, jetzt nochmal 2,3 Billionen Dollar obendrauf. Ja, da wäre ein dritter Weltkrieg eigentlich günstiger. Das müsste man vielleicht überlegen, dass man das vielleicht abwägt, vielleicht doch einen Weltkrieg anzetteln, dann kommt man günstiger weg. Also, das glaube ich, wird sehr, sehr schwer werden, Deutsch zu bekommen. Ich brauche hier auch einen Spagat. Und das Thema Steuererhöhung ist dann ein Punkt, der, da könnten die Märkte etwas empfindlich reagieren. Mal sehen. Also heute Abend kommt dieses Thema noch, das Infrastrukturprogramm von Joe Biden. Und es durfte dann hier Stimulus-Ausgaben, die man jetzt USA füttert, jetzt schon an und durfte noch mal einen riesen Batzen oben drauf kommen. Allgemein ist das ja ein bisschen durch die Wahl geprägt. Joe Biden ist ja angetreten. Ja, wenn ihr mich wählt, ihr kriegt alle einen 2000 US-Dollar-Scheck. Ja, das war das letzte Stimulus-Check. Wurden ja sehr viele Schecks verschickt. Das Infrastrukturprogramm könnte wenigstens organisches Wachstum erzeugen. Die ganzen Schecks, die werden einmal rausgeschickt, ausgegeben. Extreme Ausgaben sind es und verpuffen dann doch sehr schnell. Eigentlich wäre es andersrum besser gewesen. Machen wir das Infrastruktur. Aber gut, das wollen wir jetzt nicht bewerten. Auf jeden Fall Stimulus sehr, sehr extrem gewesen bei den vor allem in den USA. Und es könnte noch was nachkommen. Dazu eben auch die Wachstumsprognosen, die immer höher nach oben geschraubt werden. Für die USA, speziell Europa, Deutschland hinkt ja etwas hinterher. Könnte auch für Thema Inflation dadurch etwas besser sein. Da stehen sie vielleicht am Ende besser da. Aber USA droht wirklich zu überhitzen durch diesen extremen fiskalen Stimulus, historischen Stimulus. Wenn jetzt auch das Infrastrukturprogramm oben drauf kommt, wäre doch der Zweite Weltkrieg da getoppt von diesem Stimulus, der von den Staaten herausgepumpt wird und Wachstum von 6,3% aktuell Konsens für 2021, vor allem auch sehr viel im zweiten Quartal, also richtig, weil dann noch der Stimulus-Check mit nachwirkt, richtig steil nach oben, starken wirtschaftlichen Rebound, dazu eben dieser historische Stimulus, dazu die Notenbanken, die auf absoluten Notfallmodus laufen, ne? Sie sind so locker wie nie in der Geschichte, die pumpen noch zusätzlich Geld hinein und es ist etwas die Frage, droht das Überhitzen der Wirtschaft, ja oder nein? Kommt die Inflation hinterher? Was macht die Notenbank? Wir haben hier mal als Frühindikation die Einkaufsmanager-Indizes und die gezahlten Preise und darunter eben die Inflationsentwicklung, die eigentlich die Einkaufsmanager laufen vor, die Inflation kommt hinterher. Und ja, die deutet eigentlich an, hier kommt in den nächsten Monaten aber ein
ordentlicher Schub Inflation hinzu, weil eben der große wirtschaftliche Rebound kommt, weil extremer Stimulus gesetzt worden ist in den letzten Monaten und weil die Notenbank pumpen auf historischem Niveau. Was hat Jerome Powell gesagt? Ja, die Inflation kommt nicht, 2%, das wird schon sein. Vielleicht kurz drüber ein bisschen, aber 2% haben auch ihre Prognosen immer 2%. Oh, Magic. Das ist halt das Notenbankziel, da darf man nicht drüber gehen, ansonsten hat man ja Probleme zu rechtfertigen, die günstige Geldpolitik. Aber was, wenn wir jetzt wirklich die Frühindikation wieder recht hat und wir in der Inflation doch einen deutlichen Spike nach oben sehen, deutlich über das Notenbankziel. Ja, was dann? Was dann, Jerome Powell? Sagt er, möchte das aussitzen nach dem Motto, ja, Renditen sind wichtiger, die Finanzierungsbedingungen, wir haben ja extreme Verschuldung, nicht nur bei den Unternehmen, beim Staaten, auch in den Haushalten, alle verschulden sich extrem, da dürfen sich die Finanzierungsbedingungen nicht verteuern, sonst bekommt man ein riesiges Problem. Und das ist, die Notenbank muss ja irgendein Spagat gelingen, aber wenn die Inflation jetzt deutlich das Ziel überschießt, dann könnte eben auch gesellschaftlicher Druck aufkommen, die eben nicht so einer hohen Inflation leben möchte. Konsumfreude geht zurück, die Gewinnmargen der Unternehmen könnten sinken. Also das ist ein Spagat, ich weiß nicht, ob Inflation zu bekämpfen. Er sagte, wir haben Tools, wir können dagegen kämpfen. Tools klingt immer so modern und cool. Aber beim Senatsausschuss, wo die Börsen nicht so genau drauf schauen, musste er erläutern, was denn Tools sind. Und er hat es ziemlich kurz und prägnant gesagt, Tools sind das Drehen an der Zinsschraube, Zinserhöhung. Ne? Und das mögen die Algos natürlich so gar nicht. Aber wenn eben die Inflation überschießt, ne, durch Überhitzen der Wirtschaft, starke wirtschaftliche Rebound, starker Stimulus, starker Notfall, Politik der Notenbank mit extremer monetärer Politik. Und wenn das Inflationsziel überschießt und wir eben deutlich rüberkommen, ja, was macht er dann? Also das ist das Problem, dass da der Markt eben, das was so gut war jetzt in der Pandemie, im Krisenmodus, ne, viel Geld fließt rein. Mal gucken, wie es weitergeht, wenn wir jetzt in der starken wirtschaftlichen Erholung ist, dass man hier mit den Hahn ein bisschen zurückdrehen muss. Noch mehr fiskaler Stimulus wird wahrscheinlich nicht kommen. Und was macht die Geldpolitik? Kann man so ultra locker bleiben? Oder muss man vorzeitig straffen? Man hat ja eigentlich bis 2023 gehofft, dass gar nichts passieren muss an das Hinschraube. Das kann sich eben jetzt ändern, wenn man deutlich das Inflationsziel überspringt. Dass vielleicht schon Zinsschritt im nächsten Jahr kommt und jetzt das Tapering sogar schon beginnt. Also das möchte man sich gar nicht vorstellen. Aber dann eben die Problematik. Anleiherendite, die dann auch weiter ansteigen und dann die Finanzierungsbedingungen, die man doch günstig halten möchte, weiter erhöht. Und das wäre Gift bei dieser extremen Neuverschuldung, die man sich aktuell antut. Also das betrifft natürlich aber auch andere Notenbanken, wie auch die Europäische Zentralbank. Also das ist das Problem, was man aktuell sehen könnte, dass dieser Power von dieser Rallye, die wir gesehen haben, seit der Pandemie getrieben durch extreme Liquidität, ob vom Staat das Geld oder eben von den Notenbanken, dass das jetzt ein bisschen eine Kontraindikation geben könnte, wenn man eben doch etwas überhitzt und die Ziele der Notenbanken übersprungen werden, dann müsste man vielleicht den Hahn deutlich umdrehen, beziehungsweise auch wieder etwas aus dem Markt herausnehmen. Und das mag man so gar nicht. Das hatten wir, die Jahreskerzen hatte ich mal gezeigt bei den US-Indizes. Das waren die einzigen seit der Hosse, die marot waren. Ne? Also Liquidität abdrehen, das ist nicht gut. Dann lieber eine neue Pandemie. Oder vielleicht alternativ der Dritte Weltkrieg. Der wäre sowieso günstiger. Nun gut. Nicht so viel Sarkasmus, wir gehen noch etwas weiter. Buffett-Indikator wollen wir hier zum Quartalsschluss auch noch angucken, weil das so interessant ist, dass die gesamte Marktkapitalisierung aller US-Unternehmen im Verhältnisgesetz zur BIP-Entwicklung in den USA zu Ende des ersten Quartals auf historisch hohem Niveau, historisch stark abgekoppelt. Kein Wunder natürlich, US-Märkte, Indizes, Aktienmärkte. Aber allgemein sind alle nach oben geschossen während der Pandemie, haben sehr, sehr viele Allzeithochstände geholt und das BIP-Wachstum gab es natürlich nicht. Im Gegenteil, es gab einen starken Einbruch. Jetzt erst die starke Erholung. Aber die starke Erholung wird nur dafür sein, um erstmal das Vorkrisenniveau wieder zu erreichen. Die Aktienmärkte haben schon was ganz anderes eingepreist. Also es braucht jetzt eigentlich fortlaufend so ein extrem starkes Wachstum, hier eine Anpassung wieder hinzubekommen. Jetzt sehen wir, die 6,3% führen uns erstmal Richtung Vorkrisenniveau. Also eine Anpassung, die Divergenz bleibt hier erstmal offen und ja, hier ist wirklich viel eingepreist. Eigentlich historisch gesehen ist man recht, oder man ist historisch teuer bewertet. Das ist ein Zitat von Jerome Powell, Fed-Chef, und auch der von Janet Yellen, der US-Finanzministerin. Die haben es auch zum Senat und bei der Anhörung im Senat und im Kongress auch gesagt, mussten sie letztendlich sagen, bei den Nachfragen, ist historisch teuer bewertet der Aktienmarkt.
Nun gut, uns ergeben wir ans Quartal hinaus. Mal schauen, die große Power der Liquidität, ob nun fiskal oder monetär, die könnte etwas problematisch werden in den nächsten Monaten, weil sie eben zu einer großen wirtschaftlichen Erholung führt und hier eben auch die Begleiterscheinung einer Inflation mit sich führen könnte. Und mal sehen, ob Jerome Powell recht haben wird und man wirklich bei der 2% hängen bleibt oder ob man vielleicht über 3% oder vielleicht 4% auch mal überschießt. Und dann bin ich mal gespannt, wie er dann argumentieren möchte. Ja, wir haben unsere Inflationsziel deutlich erreicht. Der Arbeitsmarkt, Freitag Arbeitsmarkt bricht, deutliche Überraschung, erholt sich auch zunehmend stark. Wir müssen jetzt den Notfallmodus aktiv halten. Na dann viel Spaß bei der Argumentation. Das wird schwer und dieser Spagat wird fast unmöglich. Inflationsbekämpfung und zugleich Finanzierungsbedingungen aufrechterhalten. Das ist, die bekämpfen sich eigentlich gegenseitig. Man kann nur alles Gute wünschen. Wir gehen jetzt aber hinein in den Markt. Ich schaue kurz so rüber noch. Die US-Indizes, Nasdaq der Outperformer, ne? Andere Renditen schwach, Nasdaq Outperformer. Dow Jones müht sich am meisten, aber auch S&P 500 hat ein Allzeithoch geholt. Vielleicht gibt es dort heute noch den Spike zu 4000, wäre die nächst größere Marke. Mal sehen, ob wir die holen könnten. Nasdaq hat eigentlich auch noch ein paar Punkte, die man zum nächsten Ziel hätte. Auf tradingportal.net Bremen wird der US-Markt im Übrigen immer besprochen. Da seid ihr auch informiert, wenn ihr Interesse an Nasdaq, Dow Jones und S&P 500 habt. Gut, wie unter DAX, Schluss möchte ich natürlich auch noch sagen, weil es so spannend war. 15.008 Punkten, also ziemlich genau unter 15.000 und bei 0,00% Schluss. Also sehr unverändert, heute genau zurückgefallen auf 0%. Nun gut, jetzt ist er wieder hochgeschossen mit den US-Indizes. Mal sehen, ob morgen noch die restlichen Punkte für diesen Euphorie-Schub, so haben wir ihn benannt, zum Wochenausblick, der anstehen. Oh nein, hier sind wir. Ich brauche die Osterferien. Also den Euphorie-Schub, den haben wir ja im Wochenausblick etwas besprochen, dass der anstehen könnte. In der Osterwoche bietet sich etwas an. Windowdressing, Umschichtung, dann Ostern, allgemein Feiertage, die Sonne scheint heller. Es kann einen Euphorie-Schub geben. Dann könnte man dem Tier, nachdem wir die 14.200 durchbrochen haben im März, könnten wir die rechnerischen Ziele jetzt knapp bei 15.100 einsacken. Heute haben wir ein bisschen gekämpft an der 15.000, aber man ist so nah dran, man ist so nah dran. Vielleicht holen wir morgen zum Quartalsauftakt, wenn wir mal hoch reinkommen, holen die 15.1 und fallen dann zurück. Zumindest hätten wir dann das rechnerische Ziel dann auch erreicht und hätten einen ordentlichen Euphorie-Schub mit 3 Aufwärtsgap. Heute gab es leider keins, aber vielleicht gelingt es ja morgen oberhalb der 15.030. Vielleicht dann als Erschöpfungslücke, ne? Das ist nicht mehr eine Ausbruchlücke, sondern Erschöpfungsbrücke, Erschöpfungslücke, Ziel erreichen und dann vielleicht Abraller Richtung Feiertag. Die Woche war auch stark genug. Also hier, Euphorie-Schub fast erreicht. Also war wirklich eine euphorische Woche für den DAX und er hat eiskalt durchgezogen, gestern auch komplett im Alleingang. Das kennt man für ihn so von dem guten alten DAX gar nicht. Im historischen Kontext ist er trotzdem noch ein sehr starker Underperformer. Das kann man hier häufig auch gesehen, DAX-Kursindex, wo Dividende nicht berücksichtigt ist, eigentlich viel sauberer zu vergleichen, zum Beispiel mit den US-Indizes, aber bei uns einfach nicht populär, vermutlich, weil die Performance da so mies ist. Dort steht man irgendwie auf dem Niveau vom Jahr 2000 noch, sollte man nicht vergessen. Wir hatten aber hier, das hatten wir häufig thematisiert, die Abwärtstrendlinie. Und das ist die Monatskerze März im Kursindex, ne? Dort sind wir oberhalb rein, haben lange gekämpft an dieser Zone hier, 2 Monate lang, und sind dann aber im März oberhalb reingekommen und das war dann irgendwie die Initialzündung. Okay, das ist jetzt Ausbruchniveau und wir sind durchgezogen, haben Schluss fast auf Hochpunkt gefunden und wir sehen auch hier solche Monatskerze, da kommt eigentlich noch was nach. Ne? Also da müsste dann noch ein minimaler Hochpunkt mindestens kommen und der minimale Hochpunkt bietet sich vielleicht hier mit der Verbindungslinie der letzten Allzeithochpunkte, vielleicht könnte man hier so ein großes Protein-Top ausbilden, mal sehen. Ist, klingt nach Top, aber ist eigentlich fast eine neutrale Formation, die man jetzt in ihren Grenzen beachten sollte, aber eigentlich relativ selten wird sie komplett aktiviert und dann auch mit Ziel erreichen. Das wäre auch extrem, ne? Wenn man das komplett durchlaufen würde. Und mein Gott, wo steht denn dann der DAX Performance Index? Aber ist erstmal zu beachten. Heißt nun mal Broadening Top, aber muss nicht gleich einen ganz bärischen Charakter haben. Aber auch hier zu sehen, wir könnten die Oberkante holen. Würde vielleicht passen zum Euphorie-Schub, dass man in Richtung 15.1, 15.2 wird eigentlich auch noch dazu passen, aber nicht mehr in dieser Woche, dass man die auch hier im DAX-Kursindex holen könnte. Und vielleicht bietet sich der 1. April direkt nochmal ein euphorischer Start an, weil ist ja nur wirklich fast Ostern, ist ein Tag vor Karfreitag. Also Entschuldigung, wenn man da rot endet, das geht doch nicht. Da muss man schon mal positiv reinkommen, am besten per Allzeit hoch. Und das wäre hier die Möglichkeit im DAX-Kursindex, wo man eine schöne Ausbruchkerze nun stehen haben. Die ist fertig ausgebildet, diese Märzkerze.
oberhalb vom Abwärtstrend reingekommen. Eigentlich ein mustergültiger Ausbruch und so stark beschleunigt. Das war vielleicht etwas viel für einen Monat, aber er hat es geholt, der DAX-Kursindex. Und ein paar Punkte sind noch möglich. Falls wir hier rüberkommen, ja, dann geht es weiter steil nach oben. Schauen wir aber Stück für Stück nun an. DAX-Quartalschart jetzt wieder im Performance-Index, auch noch kurz. Wir besprechen ja alles zum Wochenausblick genauer, aber jetzt haben wir quasi gerade den Quartalswechsel, weil ich die Bilder auch ganz kurz noch zeigen, also im Tagesausblick unsere Quartalskerze hier zu sehen. Hier auch die Verbindungslinie im Performance-Index, hätte man die schon geholt, die verläuft aber, ist eine ansteigende Linie im nächsten Quartal, also ab morgen verläuft die Grenze bei knapp oberhalb der 15.100. Das würde wieder gut passen. Okay, die können wir noch holen, die 15.100, wird dann mit dieser Begrenzungslinie im großen Quartalschart eben auch passen, weil die nächste Quartalskerze wird hier ausgebildet. Unterhalb der 15.1 kann eben durchaus die Spanne dann erstmal aufrechterhalten werden Richtung 14.600 und dann mal sehen, wie es weitergeht. Dieser starke Anstieg hier auch mit den vier starken grünen Quartalskerzen und nicht nur klein ausgebildet. Hier hat man natürlich auch mal vier gehabt, 2012 oder 2007, aber von der Dimension ist die schon anderes Kaliber. Aber es gab eben auch nie so eine ultra lockere Geldpolitik. Mal sehen, wie dieser Spaß weitergehen kann, ob man jetzt hier die Fahnenstange noch die nächste Quartalskarte steil oben drauf setzen kann. Aber es sieht nicht mehr gesund aus. Eigentlich bräuchte es auch mal eine gesunde Entwicklung an den Märkten. Ich wiederhole mich, da braucht Rücksetzer, hier braucht man Korrekturen. Wir lassen noch nicht aktuell noch nicht mal eine Konsolidierung zu. Es geht nur steil nach oben. Euphorie, Modus und der ist eigentlich kein guter Begleiter. Die enden, solche Fahnenstangen enden dann nicht immer sehr gut. Aber hier 15.100 bleibt es hier auch im Quartalstart erstmal wichtig. Dieses Ziel könnten wir durchaus holen. Vielleicht reicht es eben morgen auch noch zum letzten Handelstag vor Ostern. Ja, ansonsten hier noch was zu sagen. Nein, sprechen wir alles dann zum Wochenausblick. Ich wollte bloß sagen, obere Begrenzungslinie hier auch erreicht. Mögliches Broadening-Top, was wir im Kursindex gesehen haben. Ja, und diese Oberkante verläuft dann im Quartalschart morgen knapp oberhalb der 15.1. Wir gehen mal hinein in den DAX-Monatschart. Okay, die Monatskerze ist auch fertig. Hier mit fast 9% ausgebildet. Das war auch ein bisschen die Initialzündung, über lange die 13.900, die Verbindungslinien der Allzeithochpunkte, sind wir 3 Monate nicht drüber gekommen, immer wieder unterhalb, dann sind wir aber in den Monat reingekommen, oberhalb, ja und dann, ja, da war Feuer frei, da war mal der Outperformer und haben wirklich Widerstand um Widerstand genommen, 14.6 war schon wichtig, 14.9, jetzt sind wir hier rüber gekommen und stehen an der 15.000, nächste Zone wäre 15.175 hier im Monatschart. Würde ansteigen nächsten Monat dann natürlich so 15.200. Dieser Cluster wäre im Monatschart, muss man jetzt sagen, gehen jetzt die einzelnen Zeitebenen durch, wäre das die nächstgrößere Zone, die wir hätten. Ein wichtiger Support liegt jetzt bei 14.600. Mal sehen, ob man hier durchkommen kann, im nächsten Monat die 15.2 nehmen können, dann ist wirklich nochmal ein Schub möglich. Dann könnte man nicht ganz die 16.000, aber man könnte sie zumindest anvisieren hier zu einem steigenden Keil. Der könnte dann interessant werden, die nächste Monatskerze wird hier ausgebildet und es wäre die steigende Keil, wäre dann 15.900, wäre die Oberkante. Ja, wenn es so euphorisch weitergeht nach 9% im März, da holen wir eben auch nochmal 5% im April hinterher. Aber eingangs erwähnt, die großen Punkte, die Antreiber, monetäre Politik und fiskale Stimulus, die könnten etwas Schwierigkeiten so langsam bereiten. Also Monatschart, Durchbruch durch die 14.6, wichtiger Support auf der Oberseite, 175 und beziehungsweise 200 im nächsten Monat, wichtige erste Widerstände, könnten morgen wahrscheinlich nicht im Fokus rücken, aber die 15.1 wäre eben auch schon untergeordnet eine interessante Zone und dann zumindest erstmal diese Spanne hier aktiv zu halten, betrachten wir dann alles ausführlich im Wochenausblick über die Osterfeiertage. Habe ich noch was? Ich habe den Wochenchart, habe ich natürlich auch noch. Diese Wochenkerze natürlich auch grün, vierte Wochenkerze jetzt am Stück. Das war ein sehr, sehr starker Monat und wir haben jetzt auch hier in dieser Woche die 14.9 genommen und stellten natürlich den auch auf Wochensicht einen wichtigen Support dar. Oberhalb steht eben die Spanne hier Richtung 15.175. Hat man gerade im Monatschart schon gesehen, ist hier im Wochenchart eben durchaus auch zu benennen. Wir haben hier die 14.9, diesen Cluster sind wir jetzt rüber reingetaucht mit der Zwischenzone 15.000. Dort stehen wir jetzt.
Und darüber geht eben die Tür auf, über die 14.1 zu 15 sind wir schon, 15.100 zu 15.175. Das ist der Cluster, der jetzt auf Wochensicht aktiv wäre, oberhalb der 14.9. 15.000, 15.1, 15.175. Hier oben auch ein Kombi-Widerstand zu finden. Ob die 175 dann wirklich noch zu holen sind, das wäre ein bisschen zu viel, aber die 100 vielleicht interessant, ne, als rechnerisches Ziel. Wir erinnern uns an die erste Grafik. Unterhalb der 14.9 hingegen, auch Wochenschluss wäre gar kein gutes Zeichen, dann wären wir wieder im Cluster zu 14.6 gefangen. Dann wären wir wieder hier drin. Aktuell steht der Ausbruch. Wir bewegen uns genau in dieser Zone. Und mal sehen, ob wir die 15.1 noch holen können. Tagesschart haben wir bestimmt auch noch. Den Tagesschart haben wir auch noch. Und wir sehen viele, viele grüne Tageskerzen. Meine Güte. 1, 2, 3, 4, 8 grüne Tageskerzen am Stück. Meine Güte, das ist auch selten. Lass ich mal gucken. Meine Güte, wann gibt es denn das mal? Ich hatte noch 4. Also das ist auch genauso. Also wir haben einfach die beste Welt. Also, die ist 8 grüne Tageskerzen am Stück ausgebildet. Wollen wir gar nicht so. So ist mir jetzt erst aufgefallen, aber gut, und vor allen Dingen haben wir auch einige Aufwärtsgaps geschlagen in dieser Woche. Es war eben der Euphorie-Schub, den wir gesehen haben. Heute der Inside Day sind nicht wirklich vorangekommen, aber ein bisschen vorschnaufen, man kann es ja noch nicht mal Konsolidierung nennen, aber ein bisschen vorschnaufen auf ganz hohem Niveau, und vielleicht ist eben der Sprung zu 100 noch möglich. Kurzfristige Verbindungslinie habe ich hier mal eingezeichnet, wäre morgen knapp bei 15.100 auch zu finden. Also vielleicht ein interessantes Ziel, um diese euphorische Woche dann noch dementsprechend zu beenden. Die 15.000 wird eine erste interessante Zone morgen wieder sein. Oberhalb steht die Spanne zu 15.030. Dritte Test, also so ein Plateau-Gipfel gibt es sehr, sehr selten. Vermutlich nochmal anlaufen 15.030. Brechen wir rüber über die 15.060 zur 15.000. Verbindungslinie knapp 15.090, also fast die 15.100 wäre dann das Ziel. Ideal natürlich nochmal per Aufwärtsgap. Hat man eben schon erwähnt, es wäre dann bei 15.026. Das ist aktuell, sieht es fast so aus, dass es probieren möchte. Aber dieses vierte Aufwärtsgap in dieser Woche könnte dann nicht mal eine Ausbruchlücke sein. Es könnte dann vielleicht die Erschöpfungslücke sein. Das ist der Hinweis, wäre okay, jetzt holen wir das Ziel bei 15.1 und ja, das war's. Und dann vielleicht eine Gipfelkerze in Doji, vielleicht auch abverkaufte Kerze. Grabstein-Doji könnte ich mir auch vorstellen. Mal sehen. Das ist jetzt spekulativ, aber könnte ich mir gut vorstellen, dass man die letzten Punkte in der oberhalb der 15.30 ein paar Aufwärtsgap holen, Erschöpfungslücke, und dann ermüden an der 15.100. Mal sehen, ob das gelingt in dieser euphorischen Woche. Vielleicht wird es auch die neunte grüne Tageskerze. Also kurz zusammengefasst für morgen, Gründonnerstag, letzter Handelstag in dieser Woche, werden die Bücher auch langsam dann auch geschlossen. Volumen könnte herausgehen. 15.000 im Fokus, im Idealfall für den Bullen direkt oberhalb der 15.030 reinkommen. Nochmal ein Aufwärtsgap, vielleicht aber diesmal mit bärischer Tendenz. Und dann gehen wir über die 15.030, also per Aufwärtsgap im Ideal, zu 15.060 und 15.090, dass man hier die Tagesrange ausbilden und dann vielleicht einen neutralen Schluss finden, vielleicht als Doji, könnte ich mir gut vorstellen. Oberhalb der 100 hingegen, wie gesagt, die 175 würde dann in den Fokus rücken, könnte man noch einen richtigen Schub erleben, aber vermutlich etwas viel Euphorie zielen, war ja bei 15.100. Könnte man sich noch holen per Erschöpfungslücke. Unterhalb der 15.000, ja, mein, die Tausender fallen so schnell. Unterhalb der 15.000 hingegen die Spanne zur 14.975, zur 945 wäre das unsere erste Range, die wir hätten. Unterhalb der 13.975 zur 945. Minimale Konsolidierung, gar nichts angebrannt. Interessant würde es werden, erst werden wir durch die 945 fallen Richtung 900, zwar die Ausbruchszone, ne? Schon ein wichtiger Unterkante eines wichtigen Clusters im Wochenchart. Dann auch Gap-Zone, ne? Die reicht dann bis 845 und dort reintauchen unter die 900. Wäre es gut möglich, dass Dynamik aufkommt Richtung 845, das wäre schon ja, ein bisschen eingetrübt, gehen wir dann aus die Woche heraus und dieser Cluster wäre dann wieder aktiv 14.9 zu 14.1.600
100. Also 15.000 im Fokus, vielleicht nochmal der euphorische Start. Wir haben schließlich fast Ostern, ist fast soweit, ne? Die Ostereier liegen schon fast rum. Da muss es nochmal ein Allzeit hochgehen, da muss es doch eigentlich die 15.100 geben, vielleicht mit der Aus, nochmal mit dem Gap-Erschöpfungslücke Richtung 15.1. Wir werden sehen, im Fokus erstmal die 15.000 als Support vermutlich und dann werden wir schauen, welche Richtung wir einschlagen möchten. Sämtliche Morgen auch auf tradingportal.net zu finden. Ansonsten werden wir natürlich auch diskutieren im Trading-Chat über den weiteren Kursverlauf. Auch die US-Indizes werden wir noch anschauen. Also ich schaue gerade rüber. Nasdaq war schon sehr nah an der nächsten Zielmarke, nachdem er ausgebrochen ist über seinen Keil. Und der S&P 500 ziemlich nah an der 4000. Vielleicht gibt es doch noch den Spike. Mal sehen. Schließlich ist bald Ostern. Das soll es erstmal gewesen sein. Es war doch ein relativ langer Tagesausblick, aber es war eben auch Quartals- und Monatsabschluss. Den ganz großen Ausblick gibt es dann über die Osterfeiertage. Morgen sehen wir uns nochmal zum Morningbriefen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt schon mal ein paar frohe Osterfeiertage. Und gerne dürft ihr das Video liken, gerne dürft ihr es abonnieren, gerne dürft ihr es weiterempfehlen. Und sehr gerne könnt ihr mit mir über den Markt auf tradingportal.net diskutieren. Euch noch einen schönen Abend. Macht's gut und ciao.